Folie schauen wir uns an, wie wir Folien ganz einfach mit Zusatzinformationen versehen können und die einheitlich formatieren können. Was meine ich mit Zusatzinformationen? Damit meine ich unter anderem zum Beispiel das Datum einfügen, dass es auf jeder Folie angezeigt wird, dass die Foliennummer auf jeder Folie angezeigt wird oder auch ein Logo einzufügen, das auf jeder Folie an einer bestimmten Position angezeigt wird. Beginnen wir mal mit dem Logo. Ich wechsle dazu natürlich in den Folienmaster, da ich da das festlegen kann, wo das Logo auf jeder Folie platziert wird und muss damit nicht das Logo selbst auf jede Folie neu einfügen. Also ich gehe auf Ansicht, Folienmaster. Da oben habe ich wie immer die Masterfolie. Und ich habe mir bereits ein Logo rausgesucht, und zwar hier Company Name. Dazu drücke ich jetzt da hier rechte Maustaste kopieren. Und füge mir jetzt da hier das Logo ein. Einfach Start einfügen. Und jetzt habe ich hier dieses quasi leere Logo. Das mache ich jetzt einmal kleiner und platziere ich zum Beispiel hier oben in der Ecke, wodurch mir das Logo jetzt da auf jeder dieser Folien angezeigt wird, wie man sieht. Gut, das ist eine ganz einfache Variante, wie man ein Logo eben raufstellen kann. Und als nächstes schauen wir uns an, wie wir jetzt eben zum Beispiel das Datum einfügen können und eine Foliennummerierung einfügen können. Und das finde ich in der Fußzeile, also hier im unteren Folienbereich, ist einmal der Platz vorgesehen, sich das Datum einzufügen und die Foliennummer einzufügen. So, wird jetzt da nicht folgenden Fehler begehen, der gern gemacht wird. Nicht hier beim Masterfolien-Ding direkt das Datum reinschreiben, ja, weil da steht zwar schon was da, das ist jetzt aber nur für uns eine Ansicht. Ich füge niemals beim Folienmaster direkt schon Textinformationen fix ein, sondern das ist ein Feld, das wir später dann über die normale Folienansicht befüllen können. Und hier kann ich mir jetzt nur anschauen, wo soll das Datum sein und wie soll es ausschauen. Also das ist jetzt da vorgesehen fürs Datum. Ich kann übrigens rechte Maustaste machen hier auf diese Masterfolie und auf Master Layout klicken. Und dann kriege ich hier Platzhalter und da kann ich zum Beispiel sagen, naja, Fußzeile an sich brauche ich gar nicht. Und damit klicke ich jetzt auf OK und damit ist dieses Fußzeilenfeld, was hier gerade noch war, zwischen Datum und zwischen Foliennummer weg. Schreibt man es uns wieder her, Master Layout, Fußzeile, okay, jetzt hätte ich es wieder. Ja? Also ich kann es befüllen, muss aber nicht. Ich hätte jetzt auf gern Folgendes, ich hätte gern das Datum. Hätte ich gerne auf Schriftgröße 14 und ich hätte es gern mit der Designfarbe so bräunlich. Und ich hätte gern die Foliennummer. Dann machen wir was Kreativeres. Und zwar, ich zoome mal wieder weg. Ich füge mir jetzt da hier unten eine Grafik ein. Ich gehe auf Einfügen und wähle zum Beispiel hier jetzt aus einen Kreis. Und setzt diesen Kreis jetzt da hier über die Foliennummer drüber. So. Ist jetzt einfach nur mal als Beispiel. Setzt das mit rechter Maustaste in den Hintergrund. Das heißt, ich sehe hier jetzt immer noch Nummer. Und das Ganze mache ich jetzt dann mit der Schriftfarbe Weiß. Gut. Und jetzt wird es dann nämlich so sein, dass diese Foliennummer in diesem Kreis angezeigt wird. Probieren wir das Ganze jetzt auch aus. Ich verlasse jetzt den Folienmaster. Wie ich sehe, ist dieser Kreis jetzt natürlich bereits hier. Das Logo ist auch hier. Und jetzt mache ich rechte Maustaste. Jetzt bin ich wieder draußen bei meiner normalen Folie. Rechte Maustaste. Und nein, ups, ich gehe auf Einfügen und kann mir hier oben die Foliennummer einfügen. Und klicke hier auf Foliennummer und klicke auf Für alle übernehmen. Und wie ich sehe, habe ich jetzt da hier die Foliennummer drin. Jetzt sehe ich schon, okay, das passt hier mit dem Kreis nicht ganz zusammen. Jetzt gehe ich aber bitte nicht her und fange hier zum Schieben an, was ich könnte theoretisch, sondern, ups, sondern gehe in den Folienmaster rein und passe mir hier das Kreisel noch ein bisschen an. Also Ansicht Folienmaster. Ich habe gemerkt, okay, das passt nicht ganz. Ich könnte hier schon für mich einmal ein Einser einfügen. Das wird dann eh nicht auf den anderen Folien übernommen.
sondern es dient mir zumindest einmal, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie der Kreis zum Setzen ist. Und das, ups, hätte ich aber auf der Masterfolie machen sollen. Also hier, eins. Und jetzt kriege ich nämlich ein Gefühl, wie ich diesen Kreis verschieben kann, dass das gut ausschaut. Und zwar auf so. Und jetzt sehe ich, dass das eben hier ganz gut passt. Ja, gut. Und ich kann jetzt den Folienmaster wieder verschließen. Und jetzt sehe ich, ah, der Einser ist hier in der Mitte drin. Wenn ich mir jetzt eine neue Folie mache, zum Beispiel nur eine mit Titel, dann sehe ich, dass hier der Zweier drin ist. Und hier bleibt mir das Logo hier. Und dasselbe gilt fürs Datum. Ich kann jetzt über Einfügen Datum mir das Datum einfügen. Klicke ich einfach an. Ich kann jetzt zum Beispiel auswählen, wie das Datum angezeigt werden soll. Zum Beispiel nur mit Juni 20 zum Beispiel. Klicke auf für alle übernehmen. Und dann habe ich jetzt hier unten das Datum automatisch eingefügt und das bleibt mir hier auch. Und wie wir sehen, hier habe ich diese Schriftart, weil die habe ich vorher ja eingestellt. Ich kann mir jetzt da auch noch, wenn ich möchte, die Fußzeile einblenden. Also auch über Einfügen. Kopf- und Fußzeile und kann jetzt hier bei Fußzeile was anhacken und kann hier zum Beispiel jetzt da meinen Namen reinschreiben. Für alle übernehmen. Jetzt steht hier auch mein Name. Und das kann ich auch über den Folienmaster wieder einstellen, wie das ausschauen soll. Also Ansicht Folienmaster. Und kann zum Beispiel sagen, bitte auf der Masterfolie, dass die Fußzeile eine, dazu gehe ich hier Formformatierung, eine Füllfarbe erhalten soll. Zum Beispiel was sehr Dunkles und dass die Farbe von meinem Text weiß sein soll. Jetzt verlasse ich wieder über Folienmaster schließen und jetzt ist das auf jeder Folie automatisch übernommen. Ich meine, das ist jetzt da ein bisschen extrem optisch, ja. Also es schaut jetzt nicht so toll aus, da ein Kreis, da ein fettes Viereck, da oben eine neue Schrift, da oben das Logo, aber jetzt nur, um euch zu zeigen, was ich hier theoretisch alles machen könnte.